Guten Morgen, meine Hübschen. Heute ist Freitag, wir haben jetzt endlich Wochenende. Und es ist jetzt 8, kurz nach 8. Ash ist zur Schule. Ari hat ihn weggebracht. Und für mich, ich bin schon hier fast halb so angezogen, heißt es jetzt einmal zu Max Schule fahren und einmal sein Zeugnis holen. Denn heute ist der Zeugnistag. Und da er ja noch in Berlin ist, hat er mich gebeten, das zu holen. Wer ist denn das jetzt? Okay, die Apotheke. Das war dann gerade die Apotheke, die hat nochmal kurz angerufen wegen einem Medikament, was ich jetzt gerade bestellt habe für Adrian. Und zwar hat er heute Nacht, ich glaube so halb vier oder so, seine Migräne. So, und da konnten wir irgendwie sowieso gar nicht mehr schlafen. Dann noch gegen fünf irgendwie eingeschlafen. Und ja, jedenfalls, er hat so bestimmte Tabletten und die muss ich für ihn jetzt gleich holen, weil er nicht mehr so viele davon hat. Und wie gesagt, ich mache mich jetzt mal fertig, ziehe mich an und düse zu Max Schule. Ich bin jetzt angekommen und habe mal schon mal diese Klarsichthülle mitgenommen. Es ist jetzt ja, gleich 20 nach und die Schule hat noch Unterricht, also die Schüler haben noch Unterricht. Das heißt, ich kann es dann mal ganz schnell durchflutschen. Ich hoffe, dass ich den Weg dahin finde, weil das doch eine recht große Schule ist und man ist dann doch nicht so auf dem Sekretariat. Also ich mache mich mal auf den Weg. Es ist so schweinekalt heute. Aber es ist irgendwie die ganzen Tage so kalt und ich bin so müde. Ich auch hier vorne parken kann. Steht da hinten irgendwo am Arsch der Welt. Ich dachte, hier ist alles voll, aber hier waren auch ein paar Plätze frei. War gerade eben Klassenarbeit scheinbar. Da schrieben mir Tränen schon die Augen. Da saßen die Kinder gerade und haben da was geschrieben. Die Lehrerin saß da vorne. Oh Gott. Ausgeschildert. So, hier ist das schöne Stück. Ich bin gespannt, was er dazu sagt. Also wahrscheinlich werden wir sowieso die Noten besprochen haben, aber das sieht echt gar nicht mehr so schlecht aus. Und für mich heißt es jetzt einmal zum Arzt Rezept holen. Die ganzen kleinen Schneeflöckchen fliegen hier rum. So wie es aussieht, kriegen wir noch ein bisschen Schnee. Und los geht es einmal zum Arzt, einmal das Rezept holen. Noch ein paar Stufen. Noch ein Stückchen weiter. Das Rezept habe ich schon mal. Jetzt schon wieder so ein Schaf. Jetzt muss ich noch mal kurz zu Rossmann für Ash einmal Tintenkiller holen. Es ist doch ein bisschen mehr geworden, als den wir geplant. Der Rucksack ist voll, die Hände sind voll. Aber jetzt geht's nach Hause. Kalt ist es auch. Ich bin jetzt im Auto und es fängt jetzt ein bisschen mehr an zu schneien. Also eigentlich hätte ich gedacht, ja gut, schneit nicht mehr, aber. Nützt nichts. Wir haben ja noch den Winter, also auf jeden Fall geht es für mich jetzt nach Hause. Ja. Ich bin mittlerweile zu Hause und habe schon mal die ganzen Einkäufe, beziehungsweise ja, alles, was ich bei Rossmann gekauft habe, hingestellt. Es ist doch ein bisschen mehr geworden, als ich eigentlich geplant habe. Also ich habe hier schon mal Kindershampoo gekauft, 4 Stück davon. Dann einmal solche Patronen für die Füller, für die Jungs. Die brauchen das immer. Ich habe jetzt diese Marke hier genommen, weil Rossmann irgendwie nur das hatte. Habe ich noch gar nicht gehabt vorher für die. Und von Pelikan, diese großen Patronen. Ich weiß nicht, also mehr gab es da halt nicht. Und für Ash noch einmal Minen für diesen Frixon. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist eigentlich ein cooler, ja, Stift. Man kann nämlich den auch wegradieren, wenn man es falsch geschrieben hat. Und natürlich Tintenkiller, um die Ash mich gebeten hat. Ich habe jetzt einfach diese beiden hier mitgenommen, einmal Pelikan und einmal Holly, also wahrscheinlich irgendeine Eigenmarke oder so von Rossmann und dementsprechend in F. Er sagte, Mama, bitte keine dicken Dinger da holen, also keine dicken Tintenkiller, sondern bitte F, damit ihr so ganz schmal wegkillern kann. So, ich, ach so, und dann habe ich nochmal so einen Raumduft geholt von Febreze, riecht eigentlich total gut und dementsprechend was noch, ach so, einfach mal Küchenrolle, die Küchenrollen sind da und ja, Klopapier muss ich ja nicht zeigen. Und ich werde jetzt einmal ganz kurz hier meine Küche klar Schiff machen. Adam hat nämlich was rausgeholt, und zwar für den Saft, weil er ein bisschen Gemüse- und Obstsaft machen wollte. Guck mal, wie das hier aussieht. Alles draufgebatscht. Geschirrspüler habe ich nicht ausgeräumt, weil ich ja noch gerade in der Schule war. So, hier, das muss alles weg. Geschirrspüler muss ich ausräumen, bevor er mit dem Saft hier anfängt. Vorhin habe ich ja nochmal mit Max geschrieben und zwar ging es ja um sein Zeugnis. Ich habe gesagt, ich habe dein Zeugnis jetzt abgeholt. Und dann fragte er, und wie sieht's aus? Ich habe gesagt, ja, eigentlich so ganz gut. Und dann ist dann, willst du eine Kopie oder so ein Bild davon haben? Und dann sagt er, nein, er will so eine Live-Reaction machen, er kommt dann morgen schon nach Hause. Und dann habe ich ein bisschen veräppelt, weil er sagte, wie viele Zweien, wie viele Dreien habe ich denn? Und dann habe ich die einfach getauscht. Ich habe natürlich gesagt, dass er am meisten Dreien hat und dann den Rest Zweien. Und dann
schrieb erstmal nichts. Ich habe gesagt, wieso schreibst du mir jetzt nicht zurück? Und dann sagt er, bin gerade nur verwundert, warum das so viele Dreien sind. Und ich habe ihn voll reingelegt, ne? Und dann sagt er, hat echt Angst gekriegt schon, ne? Ich habe auch gesagt, also normalerweise, wie gesagt, die besprechen ja die Noten sicherlich im Unterricht ja auch, wer was bekommt. Und dann wollte er dann unbedingt wissen, was er in Sport hat. Ich habe gesagt, Fächer, die du nicht magst, da hast du eine 3. Und in 3 ist 2. Und dann in Sport, ja, wollte er wissen, in Sport gezielt, was er dann da hat. Und in Kunst. Ich habe auch gesagt, soll ich jetzt alles verraten oder was? Auf jeden Fall bin ich gespannt. Er will morgen sich das Zeugnis nochmal angucken. Und ich, wie gesagt, fange jetzt an, das alles wegzuräumen. Ich bin immer noch total müde. Die Nacht war heute total kurz irgendwie wegen Adrian, weil er um 3:30 halt eben Migräne hatte und ich nicht weiter einschlafen konnte. Bis um 5 oder so lag ich wach. Dann um 6:30 klingelte der Wecker. Ich habe den ausgemacht und dann haben wir bis 6:50 geschlafen. Ne? Und dann habe ich gesagt, schnell, schnell jetzt aufstehen und irgendwie noch echt so einen Kopf jetzt. Ja, Rezept habe ich geholt, Medikamente habe ich bestellt und jetzt räume ich hier ein bisschen auf. Jetzt wird einmal der Saft gemacht. Ich habe jetzt schon alles geschält, alles abgewaschen, das ganze Obst und Gemüse. Ich zeige euch das einmal ganz kurz. Das ist noch der Rest. Hier ist schon was drin und da bin ich gerade dabei, das zu entsaften. Der Saft ist nun fertig, ich bin schon angezogen. Ich muss nämlich jetzt Ash abholen, denn er hat heute nach der 4. Stunde Schluss. Bis gleich. Wir sind gerade wieder zu Hause mit Ash, habe ich abgeholt. Das Licht geht hier nicht an. Und ich hatte schon gedacht, er kommt wahrscheinlich mit so einem hängenden Kopf raus. Es gab ja heute Zeugnisse. Stimmt's? Guck mal, Adrian ist total gespannt jetzt, was Ash ihm gleich zu sagen hat. Erzähl. Aber nicht für mein Video. Das wird. Oh. Also. Ich bin total verrückt. Nochmal, also die Zeugnisse kommen auf jeden Fall bei TipTopTube. Wir werden es nicht alles nicht verraten, aber das Zeugnis war auch gut. So viel da sage ich dazu. Und jetzt wollen wir gleich mal was essen. So, unser Mittag ist jetzt fertig. Adrian ist noch gerade beim Video bearbeiten, aber wir wollen gleich essen. Es ist nämlich schon gerade kurz vor 1. Ich habe lecker gekocht. Ich zeige euch das mal. Tada! Pizza, Pizza und Pizzabrötchen. Natürlich habe ich nicht gekocht. Wir haben bestellt das Zeugnis erste schon mal mit Ash heute, ne? Und das andere machen wir dann zusammen mit Max. Zeit. Eigentlich schon. Na gut, jedenfalls wollen wir jetzt erstmal was essen. Wir haben jetzt gegessen, alles ist weggeräumt. Ash sitzt gerade kurz und schreibt mal mit der Gruppe aus der Klasse. Da werden jetzt die Zeugnisse mal besprochen, wer mit welchem Zeugnis zufrieden ist. Und ich gehe jetzt einmal ganz kurz an meine Arbeit und schneide mal. Nein, das Video habe ich ja gestern schon geschnitten. Jedenfalls werde ich einmal die Kommentare mal durchgehen. Guten Morgen, ihr Lieben. Es ist der nächste Morgen. Das heißt, wir haben jetzt heute Samstag und heute kommt endlich Max. Ich hatte gestern das Video gar nicht weitergedreht. Wir hatten gestern einen Videoabend gehabt. Da haben wir uns eine DVD angeguckt und haben eigentlich den ganzen Abend nur auf der Couch verbracht. So, heute sind wir recht früh aufgestanden. Ich glaube, ich war um 6:30 schon auf. Es hat nämlich geschneit bei uns. Zwar nicht so viel, aber hat geschneit. Ich habe schon mal Schnee geräumt nachher. Und wir haben jetzt gefrühstückt, die Spülmaschine läuft. Ja, Ash ist oben und ja, hört gerade, glaube ich, eine CD und malt irgendwas. Ich habe gerade reingeguckt. Mit Max habe ich heute dann auch schon geschrieben. Wir werden ja von Chrissys Papa abgeholt heute. Ich hoffe, dass er gut durchgekommen ist oder durchkommt. Er wollte irgendwie schon um 6 Uhr morgens losfahren, haben die gesagt. Und ich bin schon gespannt, wie lange die auf dem Rückweg eben brauchen. Und heute geht es für Max gleich weiter oder nachher. Heute Abend ist er zum Geburtstag bei Ule eingeladen mit Chrissy. Das heißt, ich werde nochmal ganz schnell für die irgendwie oder für ihn ein kleines Geschenk besorgen. Er bekommt natürlich Geld und halt eben eine Kleinigkeit dazu nochmal. Und die wollten aber nicht allzu lange bleiben, weil wie gesagt, die Rücktour ist natürlich echt ein bisschen anstrengend, das ganze Rumsitzen im Auto. Und ich bin schon gespannt. So. Die Reaktion übrigens, von der ihr mir immer so geschrieben habt, kannst du bitte Max aufnehmen, wenn er sein Zimmer sieht, seht ihr nachher bei seinem Kanal. Wir haben das jetzt, oder auf seinem Kanal, wir haben es mit ihm so abgemacht. Ich hatte heute mit ihm mal gesprochen. Ich habe gesagt, mach das mal das ruhig für dich, weil er hat heute Morgen auch schon ein Video angefangen aufzunehmen. Auf jeden Fall, die Reaktion kommt auf jeden Fall bei ihm, nicht bei mir. Und ich werde jetzt einmal kurz an die Kommentare gehen. Und nachher wollen wir auch noch ein bisschen was einkaufen fahren, denn meine Liste ist schon wieder lang. Also ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich habe das Gefühl irgendwie, ich müsste fast jeden zweiten Tag einkaufen. Wir brauchen wieder ein bisschen Obst und Gemüse, habe ich ja aufgeschrieben. Dann wollte ich ganz gerne ein neues Rezept ausprobieren, und zwar mit Hähnchenbrust. Dafür brauche ich auch noch ein paar Sachen, die werde ich dann nachher im Video zeigen. Jedenfalls gehe ich jetzt an die Arbeit. Das war es jetzt mit diesem Video. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!